Hingegen ist sicher, dass Robert Schumann ein großer Verehrer Mendelssohns war. Es gibt eine Szene nach Mendelssohns Tod, wo er gegenüber Franz Liszt fast handgreiflich geworden ist, als dieser sich ein wenig abfällig über Mendelssohn äußerte. Beide, Schumann und Mendelssohn nämlich, sind sich des Öfteren in Leipzig begegnet. Mendelssohn war ja seit 1835 bereits dort Chef des Gewandhausorchesters und haben also freundschaftlichen Kontakt gepflegt. Der frühe Tod von Mendelssohn hat viele Musiker seiner Zeit natürlich schockiert. Schumann hat darauf reagiert mit einer Miniatur, einem kleinen Stück, das er fast versteckt hat in seinem Album für die Jugend. Es heißt Erinnerung und trägt den Untertitel 4. November 1847, womit dann der Todestag von Mendelssohn beschrieben ist. Wir werden gleich dieses kleine Stück zu Ehren Mendelssohns hören und danach eine der brillanten Showkompositionen von Mendelssohn, Rondo Capriccioso. Wir hören mit diesen beiden Stücken die Geschwister Nosrati, zuerst Schafagh, den Bruder, und dann Schafagh. Viel Vergnügen.